Die Atmosphäre bei Midwild ist richtig cool, weil wir untereinander echt gut verstehen. Man hat nicht das Gefühl, dass Vorgesetzte weit von einem weg sind, sondern man kann sich auf Augenhöhe miteinander unterhalten. Im Kundenservice lerne ich unter anderem Tickets zu beantworten und Telefonate zu führen. Dabei macht es einem sehr viel Spaß, wenn man vom Kunden positives Feedback erhält. Plakate, Flyer und andere Drucksachen in Top-Qualität zu Spitzenpreisen. 123print.de. Möchtest du Teil von Midwild werden? Dann freuen wir uns jetzt auf deine Bewerbung. Das ist das 1:0 für den RB Leipzig, erzielt durch den Spieler mit der Nummer 10, Joscha Ross. Kurze Information: Eine Karte der Volksbank Bad Oeynhausen-Herford EG wurde gefunden. Herr Lars Richel, bitte einmal zum Kommentatorenplatz oder zum Infopoint kommen. Und postwendet der Ausgleich für die DSC-Auswahl. Die Nummer 6, Jomain Konzbruch zum Ausgleich, zum 1:1. Die Urlaubsvertretung ist da. Müller hat gerade übernommen. Das Problem ist, Müller sagt nicht ganz viel, wenn der Tag lang ist. Aber da sind wir und es steht 1:1 zwischen Rasenballsport Leipzig und Arminia Bielefeld. Und es ist das letzte Achtelfinale im Turnierverlauf. Das heißt, diese beiden Teams betteln sich um den letzten Platz im Reise der 8 verbliebenen Kandidaten. Da haben wir Peter Slavov, den 41-jährigen Trainer von Arminia Bielefeld, der hier sehr, sehr ehrgeizig immer wieder dabei ist. Scheppert es wieder kräftig an der Bande. Geht man nach der Ligenzugehörigkeit. Favorit eindeutig die Leipziger. Denn sie spielen in der Regionalliga, sind dort Tabellendritter. Etwas abgeschlagen hinter der U16 von Hertha BSC Berlin und der U17 von Chemnitz. Die Arminia in der Landesliga unterwegs. Dort Tabellendritter. 18 Punkte nach 10 Spielen für den DSC Arminia Bielefeld. Gut abgeschirmt hier der Ball. Arminia baut wieder auf.
Blockwechsel bei den Leipzigern. 4 Sekunden waren, ja, gerade so rum. Schiedsrichter René Pascal Wagner von Tura Espelkamp. Artistisch geholt der Ball hier von Luis Weber im Tor der Arminia. Freistoßentscheidung. Für Leipzig. Die gestern richtig gut drauf waren. 3-1 gegen den HSV, 2-1 gegen Köln, 2-1 gegen Mainz. 3 Spiele, 3 Siege. Heute Morgen setzt es dann eine deftige Packung. 1-6 hieß es gegen den VfB Stuttgart. Und jetzt sind wir sehr gespannt, wie sie hier in die K.O.-Runde kommen. Die Arminen, ja, ausbaufähig. 1-0-Sieg gegen Bremen, super Start. Dann gab es das 1-2 gegen den BVB, das 3-5 gegen Stuttgart. Und dann 1-2 gegen den 1. FC Nürnberg. Also auch von den reinen Ergebnissen her. Leipzig hier schon der Favorit, aber die Arminen haben gestern ein klassisches Spiel gezeigt gegen Stuttgart. Das haben sie zwar mit 5-3 verloren, aber die Art und Weise war richtig stark und da waren sie lange auf der Siegerstraße gegen richtig starke Stuttgarter, die hier im Teilnehmerfeld auch hochgehandelt werden. Da haben wir Peter Slavov, den 41-jährigen Bulgaren, seit 2005 bei Arminia Bielefeld. Also ein echtes Urgestein für die Armin. An Ehrgeiz hat er nichts verloren. Ist hier sehr impulsiv, sehr motivierend bei der Sache. Arminen wollen sich hier natürlich bestmöglich so nah vor der Haustür präsentieren. Da haben wir recht ungewöhnliches Bild. RB Leipzig-Trikots sieht man hier in Ostwestfalen nicht so häufig. Einen treuen Fan haben sie mindestens dabei. Guckt ganz gespannt auf das, was hier passiert. Es ist noch nicht die spektakuläre Partie. Es ist so, gerade die Mühlis voller aller Emotionen ohne Ende. Aber dem Abschied von Hans Zwingmann und jetzt plätschert es so ein bisschen, vielleicht denn bis jetzt. Nochmal Vaterschussversuch hier von Tunay Kulturhan, der Nummer 10 von Arminia Bielefeld. Aber beide noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Die Angst vor Fehlern ist hier noch größer als der Mut. Deswegen sind wir eher Distanzschüsse und eher wenig risikoreiche Spielzüge. Aber auch in dieser Partie werden zwangsläufig irgendwann die Leine gelöst. Denn das 9-Meter-Schießen, das wollen sie alle, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Weiter Ball da per Kopf geklärt. Guter Ball. Da haben wir Bielefelds interessantesten Spieler, wie ich finde, Jermaine Kornsbruch, der Nationalspieler, gerade in La Manga gewesen. Absolute Führungskraft da, will viele Bälle haben, immer wieder Kommandos auch an die Mitspieler.
Richtig gut unterwegs und dann haben wir die Riesenchance. Da ist Konzbruch und dann bringt es Alessio Fiorentino über die Linie. Ja, und dann ist auch der Jubel und der Biss da. Arminia führt. Da sehen wir es nochmal. Irgendwann war er drüber. Abschluss. 5 Minuten vor dem Ende. Das wäre ein Paukenschlag, wenn der Sieger von 2016 bei seiner dritten Teilnahme hier im Achtelfinale ausscheiden würde. Bielefeld, ja, zusammen mit den Mühlis. Jedes Turnier dabei gewesen. Nächste Chance für Arminia Bielefeld. Und fast der Treffer zum 2:1. Guter Versuch wieder von Konzbruch, der hier richtig auftritt jetzt. Es ist schon irre. Das ist bei Bielefeld nicht die einzige Mannschaft, dass die Nationalspieler wirklich rausstechen, dass sie wirklich die präsentesten Spieler sind, dass sie dann doch nochmal besonders sind und man das immer wieder erkennen kann. Also selbst hier in der Halle auf dem engen Raum die Unterschiede teilweise dann noch erkennbar. Damit wollen wir gar keinen abqualifizieren. Es ist einfach noch ja, eine Spur besser, eine Spur präsenter als die anderen eh schon sehr guten Spieler. So, jetzt ist da die Uhr angehalten. Riecht noch ein Spieler, glaube ich, in der Ecke. Ist jetzt vom Platz hier aus schwer zu erkennen. Jo, da kommt wer hervor. Der Torschütze von eben, Alessio Fiorentino. Hat es da ein bisschen erwischt, ist jetzt außerhalb. Und haben wir wieder Peter Slabov, der da richtig dirigiert. Die Jungs immer wieder antreibt. Auch gegen Stuttgart führten sie. Waren immer wieder sehr gut unterwegs. Ja, und Leipzig kommt nicht so richtig ins Rollen, kommt nicht so richtig zu Abschlüssen. Drei Minuten noch. Jetzt haben sie es fast selber hier gefährlich gemacht. Philpas da im Aufbau, der Armin. Guter Ballgewinn jetzt. Aber auch Leipzig schaltet blitzschnell um. Dann der Wischer unten. Foulspiel von Joshua Wosch. Leipzig hat ja auch Erik Stiller, Noah Jones, Felix Mayer, Joscha Wosch, auch richtig gute Kicker hier in ihren Reihen, aber die kommen nicht so richtig zum Tragen. Nächste Möglichkeit für Arminia Bielefeld. Schussversuch hier von Felix Lang auf Seiten der Armin. Aber sie kommen heute nicht so richtig zur Entfaltung. Das war gestern wesentlich flüssiger, spielfreudiger, durchsetzungsstärker. Heute fehlen so ein paar gefühlte Prozentpunkte. Aber noch ist die Partie ja nicht rum und noch gibt es alle Möglichkeiten, das Ganze zu regeln. Leipzig, jetzt kommen sie vor das Tor. Aber wieder geklärt mit viel Leidenschaft. Die schmeißen sich jetzt in jeden Ball. Da immer wieder die ganze Bank dirigiert damit. Die sind mit Feuereifer dabei. Jeder zeigt in die andere Richtung und sagt, Jungs, jetzt macht doch. So, Eckball Leipzig. Gut abgeschirmt. Da war eine Grätsche, richtig. Freistoßentscheidung. Absolut korrekt.
Leipzig hat reagiert, hat jetzt den fünften Feldspieler im Tor. Joshua Wosch ist das immer, war gestern schon zu beobachten. Also Risiko erhöht, jetzt natürlich bei Ballbesitz Bielefeld wieder der etatmäßige Keeper drin. Was hat er jetzt gesehen? Ja, nicht genau zu erkennen. Also Wosch wieder in der letzten Minute als fünfter Feldspieler auf der Platte. Der Araller landet auf dem Kopf von Felix Lang, der den Ball klärt. So, Leipzig jetzt. Hohes Risiko, Wosch, gute Parade. Tor war frei und jetzt hat Wosch den Ball. Also Bielefeld zerreißt sich jetzt natürlich, wollen den Ball unbedingt gewinnen. Machen das gut, zu zweit, packen das Duell da jetzt nochmal. Jetzt wird's wild, jetzt wird's wild. Bielefeld hat den Ball, Tor war ja nicht ganz frei. Ball erstmal in die Ecke, 30 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Wosch, nächster Versuch, tiefer Ball. Der Abpraller, kullert an den Pfosten. Knappes Ding, es gibt noch eine Chance für Leipzig. 15 noch. Wosch hat wieder den Ball. Genau, sie müssen es ausspielen, sie müssen konstruktiv sein. Das gibt Eckball. Wahnsinnsparade nochmal von Luis Weber. Sensationell gemacht. Ball wieder abgeblockt. Nächster Schussversuch. Wosch legt nochmal quer, der Ball ist rüber. 5 Sekunden auf der Uhr. Das müsste es eigentlich gewesen, weil Luis Weber kann den Ball jetzt ganz weit weg bringen. Der hätte Wosch eigentlich reingelassen können. Und das war's. Arminia Bielefeld schafft eine faustdicke Überraschung und steht im Viertelfinale des Freeblick Cups. Und die freuen sich natürlich. Auch Peter Slavov hat da gerade die Faust geballt. Richtig gut gemacht. Und Hertha BSC Berlin gratuliert da gerade. Sehr fair. So, wir gehen.